Hi guys, it will be a card today with a watercolor drawing on it, and what I do here, I draw some boobies, and I really like this little guys, and especially this one, this blue feet boobies. They are so funny, you know, they're a bit of clumsy guys and just funny guys. So I drew them down and I will colorize them with a watercolor, very simple actually. And they are, yeah, apart from their feet, they're not really colorful. They're a bit of browns, light browns, and so there is not really a lot to colorize. And but as I said, I really like their feet, and that is actually the focus on this card, and will be made into a card because of the blue feet. I know, when you're getting cold and you're not wearing shoes and warm socks or whatever, you get this, yeah, blue feet, not really, but that you will see at the end. It's the typical me funny thing. Ha ha. You will see that. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch diese Tölpel hier zeigen, die, ich finde die einfach immer nur so entzückend, so diese kleinen Trottel, und die sind so trottelig und einfach so, aber so liebenswert. Ich mag diese Vögel unglaublich gerne. Speziell jetzt diese Blaufuß-Tölpel, die gibt es ja, glaube ich, vermehrt auf den Galapagos-Inseln, und ich finde die einfach, wie gesagt, witzig und speziell. Die sind keine sehr farbenfrohen Vögel, abgesehen von ihren Füßen. Es gibt da so ganz viele tolle Fotos. Das ist jetzt auch nach einem Foto gemacht. Und mein Fokus hier liegt auf den Füßen. Nicht nur zeichnerisch, natürlich dann hinterher auch mit dem Spruch, der dazu kommt. Das werdet ihr dann sehen. Eben so dieses witzige, haha, ich wieder. Es ist eine von diesen Karten, die ja, das ist so themenbezogen, eben für jemanden, der so ständig friert und sich beschwert, oh, es ist so kalt, werdet ihr sehen, das passt dann ganz gut. Ich mache ja immer sehr individuelle Karten. Leute kommen auf mich zu und wollen eine Karte für irgendwelche Themen haben, und da muss ich mir eben immer irgendwas einfallen lassen. Oftmals kommt mir die Idee immer sofort, und manchmal dauert es halt so ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn ich zu viele Informationen bekomme von den Leuten, was sie dann wollen. Ach, dann will ich diesen, will ich das. Das ist gar nicht gut, weil da tue ich mich sehr schwer mit. Ich bin jetzt nicht, klar bin ich schon, mache Karten im Auftrag, aber so die Motive, ich lasse mir immer nur das Wichtigste sagen, Mann, Frau, welchen Anlass, sowas. Aber wenn die dann ankommen, sagen auch mit diesen Farben hier und her, sage ich mal, nee, komm, ich mache was und entweder nimmst du es oder lässt es. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt komplett darauf eingeht. Manche Leute haben auch sehr seltsame Ideen und ja. Aber wie gesagt, ich lasse mir immer was einfallen. Meistens kommt mir auch irgendwas Witziges, je nachdem, wenn es dann witzig sein kann für jüngere Menschen. Gut, gibt auch ältere Menschen, die witzig sind oder einen Sinn für Humor haben, aber letztendlich muss man ja auch immer schauen, was für ein Anlass. Ob es dann ein ernsterer Anlass ist oder nicht. Sowas würde man natürlich nicht als Beileidskarte vergeben, ganz klar. Ja, wie gesagt, ich verblende hier einfach Aquarellfarbe, die, wie ich schon am Anfang sagte, ist nicht eine, sie sind nicht sehr farbenfroh, und das bleibt halt, ja, die Herausforderung ist da gering farbtechnisch, sage ich mal. You know, it's a very simple bird, as I said before, with the colors. This special card is, it will be made into a card, and it's especially for someone who's always cold, you know, and always, oh, it's so cold, close the window thing. And I'm making cards, you know, people come in and ordering cards, and they, for a specific birthday, whatever, or anniversary. And I always like to have as little information as possible. Otherwise, I get so blocked. It's incredible. I hate that. But yeah, so
I have little information about men, women, birthday, stuff like that. That's what I need to know, nothing else. This type of, with this card, for example, that this is this very well-known, oh, it's so cold, person. And that what I picked up on with his boobies and their blue feet. So I blended or shaded here and there, fiddling, just fiddling, you know, a bit of splatters here go over now with a very dry brush just to get a bit of this distressed background. And I will do the same on the bottom just to have this more visible texture, you know. Ich habe dann hier noch ein bisschen mit einem trockenen Pinsel gearbeitet, einfach um da noch so ein bisschen mehr diese Textur im Hintergrund zu haben, einfach damit noch ein bisschen mehr vor sich geht. Das fand ich sonst, es ist mir sonst oftmals zu flach. So, und jetzt stempel ich einfach die Wörter und das heißt in Deutsch. Also, ihr werdet das sehen, das muss ich nicht großartig erklären. You know, I stamp the words in German and this on the left, the booby says or ask, are you cold? And then the other one says, only my feet, why? So that's the funny thing. Ha 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 ha. And, but as I said, it's for someone who is feeling cold all the time, and it's well known for that. So it's a bit of a mocking. No, not mocking. No, that's, but you know, it's a bit of a cheeky thing. So, and I will make it into a nice card. I'm not showing how I glue everything down. I always do it in the same way. You've seen that very often, and I don't have to, or don't want to bore you with that all the time, you know. Okay, at the end, some sketchy lines, of course, just to define the birds, the drawing here, but that's it, and the close-up will come. Ihr habt jetzt gesehen, ich mache noch ein paar Linien drum, einfach um die Vögel noch so ein ganz kleines bisschen zu definieren, aber das war's dann. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be very, very much appreciated. I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay healthy, be careful, look after yourself and never forget to be creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt gesund und vergesst niemals, immer kreativ bleiben. Das hilft extrem. Bis dann. Tschüssi.